Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir hatten schon zu der EKSA EM100 ein Video gemacht und ich hatte eben auch nochmal ein Video gemacht, aber hatte vergessen, ich hatte das Fenster, mit ihr die Maus seht, ganz groß und so habt ihr die Software nicht gesehen und auch nicht gesehen, was ich da eingestellt habe. Also machen wir das halt nochmal. Und dann werde ich hier in der nächsten Zeit beide abwechselnd voneinander benutzen. Find irgendwie, das teurere Modell sitzt wirklich gut, auch mit der Taste zusätzlich. Das kleine Modell sitzt ein bisschen schlanker, aber auch sehr gut. Ich finde beim kleineren Modell, das hier an der Seite, das hier riffelt, das schöner. Hätten sie hier ein bisschen größer machen können. So. Weg. So. Und packen uns die schön hin. Beim großen Modell wird die Software direkt installiert. Beim kleinen Modell haben wir dann halt hier so einen Ordner. Und 100. So. Und dann öffnet sich halt hier so ein kleines Fenster. Das machen wir halt dahin. Das ein bisschen geht, dann kann ich noch ein Stück runterziehen. So. Und wir sind halt jetzt hier auf der Hauptseite. Unten ist ein Reset. Hier ist bestätigen und confirm. Wir können jetzt hier die Tasten natürlich uns selbst zubelegen. Wir haben einmal die DPI-Taste, dann haben wir 5, ist hier für die LED-Mode. Wenn wir den LED-Mode ändern, einfach so, während wir die Maus benutzen. Brauchen wir jetzt hier keine Software aufmachen. DPI-Loop ist klar, praktisch, ihr fangt von 1 an bis Stufe 6 und dann, oder 5, ich weiß nicht, wie viel es hat. Und danach fahren wir bei 1 an und könnt euch euren DPI-Wert einschalten. Linke, rechte Maustaste ist auch klar. Und an der Seite haben wir hier dann natürlich auch noch 6 und 7. Wir haben jetzt keine dritte zusätzliche Taste an der Seite, sondern nur 2. So. Könnt ihr aber auch alle euch belegen, wie ihr wollt. Also ist euch überlassen. Und dann könnt ihr hier oben zwischen dem Office Mode und dem Gaming Mode hin und her wechseln. Also für mich der Office Mode aus. Manchmal ist man im Gaming Modus halt nur ein paar mehr Einstellungen. So, und hier haben wir dann praktisch die Einstellung für das Licht. Wird gerade praktisch dunkelblau genommen. Jetzt gerade nicht, weil ich habe was anderes eingestellt. Das zeige ich euch gleich noch. Und normalerweise, wenn ich das jetzt nicht so hätte, wie ich es eingestellt hätte, würde jetzt hier dunkelblau. Achso, hier ist nicht. Würde praktisch alles dunkelblau leuchten. Auch das Mausrad. Und hier kann man dann halt auch nochmal Speed und so was einstellen. So. Hier haben wir dann auch nochmal LED-Einstellungen. Hier könnt ihr LED-Mode, könnt ihr Mode machen. Ich zeige euch hier. Mode. So. Und jetzt leuchtet es blau und es bleibt blau wegen dem DPI-Wert. Ich mache mal jetzt DPI hoch. Nochmal eins höher. Und so sieht man dann halt, welchen DPI-Wert man hat. Ihr seht ja, wie die Maus hier wegflutscht. Aber so. Ach. So, und dann machen wir aber auf Multicolor. Wir können auch Rainbow machen. Rainbow.
So, dann würde das so aussehen. Also die ganze Farbe, alles ändert sich mit Mal. Und wir können halt auch den einstellen. Dann ändert sich natürlich die Farbe dementsprechend schneller, logischerweise. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist auch so eine Art Regenbogen, aber da kommt jetzt, fängt das hier an und geht das dann nach hinten durch. Seht ihr das? Jede einzelne Farbe. Beziehungsweise es geht hier und dann geht es hier hoch. Müsst ihr mal gucken. Hier fängt jetzt an mit grün, geht runter, zack, grün geht hier lang hoch. Und jetzt ist blau und jetzt fängt blau da an. Das geht halt wie so ein einmal so rum um die Maus. So, dann haben wir noch das. Apple. Lassen wir das mal so. Und dann haben wir noch Makrotasten. Mit Makrotasten habe ich mich noch nie beschäftigt. Noch nie. Also da bin ich komplett außen vor, und Leute, da kann ich euch leider nichts zu sagen, weil das nicht so meins ist. Gaming Mode könnt ihr natürlich die ganz andere Einstellung von der Mausbewegung machen, wie ihr wollt. Ja, und ihr könnt auch hier noch die Move Speed, Double-Click und so könnt ihr alles einstellen. Reicht mir eigentlich komplett aus. DPI-Wert einstellen, dass es das nicht so langsam dauert, wenn die hier von links nach rechts macht. Finde ich ganz okay. Bin ich mit zufrieden. Und aus ist die Software. Jetzt hier groß hier. So. Da könnt ihr jetzt sehen, ist ein schöner, wenn nicht die ganzen Rainbow-Effekt. Aber praktisch, dass es halt von hinten nach vorne geht und dann halt immer wieder die Farbe wechselt. Walz, wir haben noch Walze, das wollte ich euch noch zeigen. So, da geht es halt vor, zurück. Habe ich Multicolor drin. Finde ich eigentlich am schönsten. Finde ich wirklich mit am schönsten. Mal hier auch wieder Confirm sagen. Da. Alle zumachen. Finde ich wirklich mit am schönsten. Das Mausrad leuchtet, das Logo leuchtet hinten im Bund. Alles leuchtet schön bunt, quietschbunt. Passt halt zu meinem Mauspad. Liegt gut in der Hand. Doch, die liegt wirklich gut in der Hand. So, das soll es jetzt auch zur EKSA IM100 gewesen sein. Wie gesagt, ich werde jetzt diese 100 und die 600 abwechselnd voneinander benutzen. Die 600, guckt euch mal das an mit dem schönen Rainbow-Effekt hier. Affengeil aus. Richtig geil. Richtig geil. Qualität, bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen. Die machen das, was sie sollen. Haben viele Funktionen, also auch Funktionen, die ich mich jetzt, ja, Makros und so, wovon ich noch keine Ahnung habe, weil hab ich mich noch nie mit beschäftigt. Aber beide funktionieren super. Man kann sie gut in der Hand halten. Machen auch optisch was her. Hier habe ich halt dann noch eine Windows-Taste, also hier eigentlich die draufgelegt, ja, was passieren soll, wenn ich da drücke. Und bin ich mega zufrieden. Wie gesagt, ich werde die jetzt
testen und halt immer, ich habe mir die hier hingelegt, ne, und dann werde ich die jetzt ein paar Stunden die benutzen, dann ein paar Stunden die andere benutzen und dann mal gucken, wie sie sich schlagen und ja, zu welchem Ergebnis ich kommen werde. Ich denke mal nicht, dass jetzt großartig noch was passieren wird. Aber die gefällt mir bis jetzt am besten, weil die ein bisschen die 600er, weil die größer ist, ein bisschen mehr bauchiger ist und wegen dem Rainbow-Effekt auch, muss ich gestehen. Auge isst ja mit, wie man so schön sagt. So, jetzt bin ich aber auch wirklich fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.